Die Stadt Feldbach und das steirische Vulkanland gründeten vor kurzem den Cluster für Lebensmitteltechnologie im Kompetenzraum Südost mit dem Vorhaben, angewandte Forschung und Entwicklung in der Region zu verankern. Als weiterer Schritt wurde nun im Zentrum in Feldbach eine Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Graz vereinbart. Warum sind wir heute hier? Das steirische Vulkanland hat sich vor 20 Jahren den Wandel angeleitet von der Grenzregion zu einer neuen Identität und Marke. Ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Wir haben den Menschen in dieser Region wieder Würde, Wert und vor allem auch Zukunft gegeben mit dieser Marke. Und wir haben uns auch ein Ziel gesetzt, wir möchten die kulinarische Region in Österreich werden. Und dank der tollen Betriebe der Bürgerinnen und Bürger ist uns das auch ganz gut schon gelungen. Ich will nicht sagen, dass wir schon sind, das wäre jetzt übertrieben, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg dorthin. Wir haben aber gesehen, dass Kulinarik 1.0 sehr, sehr gut gelungen ist. Aber es braucht auch sozusagen die Ausweisung eines Kompetenzraumes. Also Kompetenzraum Südost, Steirisches Vulkanland, mit dem Schwerpunkt Lebensmitteltechnologie, weil es, glaube ich, wenige Landstriche in Österreich gibt. Und auf der nächsten Folie ist vor allem unsere Zielsetzung mit der Gründung des Clusters für Lebensmitteltechnologie, mit der Ausgangslage, dass wir neben Amstetten, das werden die wenigsten hier im Saal wissen, der zweitgrößte agrarische Bezirk in Österreich sind. Hier sehr viele Betriebe haben, die sich mit Lebensmitteln und sehr erfolgreich mit Lebensmitteln beschäftigen und eine enorme Dichte an Lebensmittelbetrieben vorherrscht. Wissen wir aber auch, dass es das für die Zukunft nicht sein kann. Aus dem Grund haben wir in einem Entwicklungsprojekt die Stadt Feldbach gemeinsam mit dem Steirischen Vulkanland uns ein Ziel gesetzt. Wir möchten angewandte Forschung und Entwicklung in die Region bringen, unterstützen, dass Betriebe Zugang dazu bekommen, dass alles, was hier auf diesen Böden wächst, hochwertigst veredelt werden kann mit Unterstützung von Forschung und Entwicklung und dass regionale Betriebe oder jene, die zu uns kommen, hier Produktion, die sie jetzt schon haben, womöglich ausweiten oder neue Betriebsgründungen entstehen und damit hier auch gewerbliche und industrielle Produktion für Lebensmittel passiert und nicht, dass die Produkte alle hinausgeführt werden und woanders hochwertig veredelt werden und die Marge haben. Das heißt, auch zukünftig Betriebsansiedlung, Arbeitsplätze vor Ort mit dem Ziel, die Arbeit zu den Menschen bringen. Wir möchten jetzt da gemeinsam mit dem Cluster, gemeinsam mit der Region, gemeinsam mit der Landwirtschaft, die die Urteilproduktion macht und gemeinsam mit Forschung und Entwicklung diesen Weg beschreiten. Und ich glaube, damit ist eine neue Ära, Kulinarik 2.0, eingeleitet. Wenn du jetzt ein kleinerer Betrieb bist, diesen ganzen Umfang, der auf einen lastet, zu beherrschen und auch das Wissen zu haben. Und deswegen ist es gut, dass es den Cluster gibt, wo erstens natürlich unterschiedliche Betriebe da tätig sind, die vom Fleisch über Essig, über Öl, in meinem Fall Schokolade, von Fleisch bis Getreide, alles irgendwie drin ist und jeder hat irgendwie so ein Spezialgebiet und am Ende des Tages sollen natürlich geniale Produkte rauskommen, weil das ist das Wichtigste. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Zotter, geschätzte Damen und Herren, möchte mich bedanken im Namen auch der Kollegin und der Kollegen, dass wir hier heute vor Ihnen stehen dürfen und dass wir heute diese gemeinsamen Aktivitäten auch unterschreiben können. Ich glaube, es ist ein sehr richtungsweisender Weg, den hier die Region Südoststeiermark, der Bezirk geht, dass man hier seine Ressourcen und seine Kapazitäten bündelt und nicht nur Lebensmittel höchster Qualität produziert, sondern auch sicherstellt, dass man den Nachweis der Qualität auch lückenlos dokumentieren und führen kann. Und da ist sicher eine wichtige Rolle auch für die Wissenschaft und für unsere Fachinstitute gegeben. Und wir machen das sehr gerne, dass wir die Region unterstützen. Wir freuen uns, dass wir heute besiegeln werden, dass wir diese Zusammenarbeit stärken, dass wir hier gemeinsam die Ziele der Region weiterentwickeln wollen. Und ich wünsche allen, die hier im Cluster beteiligt sind und mitarbeiten, viel Erfolg und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Feldbachs Bürgermeister Josef Ober unterzeichnete, auch als Obmann des steirischen Vulkanlandes, gemeinsam mit dem Rektor der TU Graz, Harald Kainz,
die Kooperationserklärung für eine langfristige Zusammenarbeit der Region und des Clusters für Lebensmitteltechnologie mit der Technischen Universität. Angewandte Forschung und Entwicklung für die Region. Die Kooperation mit der TU Graz soll dies möglich machen.